Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Pokémon Schwert. Und wir gehen mal raus, denn sehr wahrscheinlich wird uns irgendeiner ansprechen und uns was erzählen da unten, wo wir lang zu laufen haben. Wall, das ist Wally wieder. Hallo Wally, sei gegrüßt, dann ist ja Sanja nicht weit. Haha, ich glaube, mein Wally mag dich. Prima, dass ich dich hier treffe. Du kennst doch die berühmte antike Stätte von Passbeck, oder? Nun, angeblich soll sie mit der Heldengeschichte von Garner zusammenhängen. Allerdings scheint mir das, was heute noch dort oben zu sehen ist, kein Original aus alten Zeiten mehr zu sein. Ich würde die antike Stätte gerne zeigen. Nachdem du mir letztes Mal schon einen hilfreichen Denkanstoß gegeben hast, würde mich deine Meinung dazu interessieren. Boom! Was ist jetzt passiert? Oh mein Gott. Was in aller Welt war das für ein Geräusch? Kam das etwa von der antiken Stätte? Schnell, lasst uns nachsehen. Komm, Wally. Oh mein Gott. Natürlich, Leute, wenn es euch heute wieder gefällt, ich muss es sagen, dann lasst mir doch gerne ein Like da und kommentiert gerne. Und dann auf aufs Fahrrad und dann gucken wir mal, was da oben explodiert ist. Sehr wahrscheinlich ist da irgendwas explodiert. Was war das? Ist bei der antiken Stätte etwas passiert? Da war plötzlich ein lauter Knall. Die Leute haben sich ganz schön erschreckt. Sagt ihr das Gleiche? Dich hab ich schon mal gesehen. Bist du ein Arena-Schönscher oder so? Oh ja. Oh mein Gott, was ist das? Was machst du da, Bestie? Reißt alles ein. Hört erst auf, wenn wir auch den letzten Wunschstern gefunden haben. Ich werde so viele Wunschsterne auftreiben, dass der Präsident mich mit Dankbarkeit überschütten wird. Wie heißt das? Pantinara? Als Pokémon des Liga-Präsidenten sollst du dich glücklich schätzen, an meiner Seite für ihn Wunschsterne suchen zu dürfen. Ah, der hat den... Das ist die Weiterwirkung von diesem Kupfer-Elefant. Ich hab keinen Plan, wie der heißt. Bestie, lass den Scheiß. Nicht du schon wieder. Ah, ich verstehe schon, was hier vor sich geht. Du willst mir die Wunschsterne wegnehmen, um die Gunst des Präsidenten zu erschleichen. Ein perfider Plan, das muss ich dir lassen. Aber du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich dir das durchgehen lasse, oder? Niemand stellt sich zwischen mich und den Präsidenten, ist das klar? Warum will der eigentlich so geil den Präsidenten anbaggern? Okay, Bestie. Komm schon. Wer ist gerade vorne? Und ich habe vergessen, mich zu heilen. Verdammt, ich wollte mich heilen. Das ist doof. Nach der Arena nicht geheilt. Aber das ist, weil direkt die Story weitergeht. Damit man ja nicht das verpasst. Doofes Spiel. Ich wollte mich eigentlich heilen, okay. Passt schon. Wir kriegen das schon trotzdem so hin. Reflektor. Aber ich glaube, mein, Geradax ist gut dabei. Supertrank. Und ich sollte den jetzt auch in der heutigen Folge mal trainieren. Ich habe nämlich nochmal nachgeschaut. Er entwickelt sich auf 35 bei Nacht zu Barrikadax. Ich glaube, das ist jetzt falsch ausgesprochen gewesen, aber egal. Ich habe da immer so irgendwie Probleme. Barrikadax. Irgendwas mit Barrikade und Dax halt, ne? Ein Level noch, also ja, das sollte heute in der Folge eigentlich hinhauen. Hypnomorba, Pokémon wechseln. Oh, wir sind sogar geheilt worden, lol. Hat mir keiner gesagt, okay. Alles klar, Leute. Dann brauche ich mich ja nicht zu heilen, alles gut. Alles gut. So, ich habe ja Unlichtattacken. Und das ist ein Psycho-Pokémon, also wirst du nicht lange überleben. Schlecker, Nachthieb, Nachthieb. Genau. Wir werden ja gleich nochmal den Namen richtig lesen. Ich hoffe doch, sehr fiktive Attacke, aber warum mache ich nicht so viel Schaden? Ich finde das irgendwie total komisch. Nachthieb. Los. Mach doch mal ein bisschen mehr Schaden. Warum bist du eigentlich so schwach? Felsgrab. Ja, okay, es kommt davon, wenn man nur ein Pokémon trainiert, ne? Dann ist das Team nicht ausgeglichen und ausgewogen. Ja, dann muss ich mal die anderen ein bisschen trainieren. Dann muss mein Starter mal ein bisschen sich zurückhalten. Ich weiß ja nicht, was für Pokémon kommen. Ich wollte ja auch die anderen trainieren, aber das hat sich halt nicht ergeben immer. Deswegen, gucken wir mal. Auf jeden Fall werden wir gleich den Geradax nach vorne packen. Libero
Kommt noch ein neues Level. Der wird immer krasser. Ja, jetzt brauche ich den ja gerade. Weil ich nicht weiß, was ich sonst gegen ihn einsetzen soll. Das ist ein Feen-Pokémon, soweit ich weiß. Und deswegen muss der jetzt leider kämpfen vorne. Kriegen wir jetzt nicht anders hin. Deswegen, schauen wir mal. Genau, den hatte ich, glaube ich, gefangen im Raid und habe mir den anderen ertauscht. Die Vorentwicklung gegen den Kaktus, wenn ich das richtig im Kopf habe. In einer der letzten Folgen. Ich weiß den Namen nie von dem blöden Kaktus. Immer, ich vertue mich da immer. Ich will immer Maya Kaba sagen, aber das ist ja nicht Maya Kaba. Das ist Mara Kaba. Ponita, Feen-Pokémon. Ich habe nichts gegen Stahl-Pokémon. Sorry. Ich hätte Toxel nach vorne tun können. Ich sag, ich habe nichts gegen Stahl-Pokémon. Das ist ein Feen-Pokémon. Ich habe kein Stahl-Pokémon. So wollte ich das sagen. Und, ja, Gift ist auch gut, aber ich habe halt keine Gift-Pokémon, ne? Außer Toxel oder die Weiterentwicklung Griffex. Genau. Und ich habe es auch schon öfters gesagt, ich freue mich auf die Box im TCG. Deswegen, wir schauen mal. Super, gut gemacht. Bestie wurde besiegt. Da muss irgendwas falsch gelaufen sein. Ich verlange eine Wiederholung. Es gibt keine Wiederholung, Junge. Du bist einfach zu schlecht für mich. Du hast keine Chance gegen mich. Wie kann das sein? Warum kommt mir ständig so ein Taugenix wie du in die Quere? Ich bin der Auserwählte des Präsidenten. Ich bin es, der den Champ besiegen soll. Der Elite-Trainer, dem die Zukunft gar nicht anvertraut werden soll. Und trotzdem Arena-Challenger Bestie. Ich hatte mich schon gewundert, was du vorhast, als du dir das Pantinara vom Präsidenten Rose geliehen hast und losgezogen bist. Aber das hier macht mich sprachlos. Du kannst doch nicht einfach die antike Stätte demolieren. Was kümmern sie ein paar alte Steine, wenn auf dem Spiel steht, was in 1000 Jahren aus dieser Region wird? Glauben sie etwa, dass sie dem Präsidenten mit ihren Wankelmut eine Hilfe sind? Wenn sie wirklich einen Assistenten sind, dann unterstützen sie ihn gefälligst auch. Und der ist ganz ruhig und entspannt. Bestie, das reicht. Es schmerzt mich, das sagen zu müssen, aber du hast mich zutiefst enttäuscht. Als ich dich als kleinen Jungen entdeckt habe, sah ich eine große Einsamkeit in dir. Aber darüber hinaus sah ich auch, dass gewaltiges Potenzial in dir schlummerte. Ich wollte dir die Möglichkeit geben, dieses Potenzial voll zu entfalten. Deshalb schickte ich dich damals auch auf die Trainerschule. Ich sah mein jüngeres Ich in dir und wollte dir deshalb eine Chance geben, etwas aus dem Leben zu machen. Aber was hier geschieht ist, zeigt mir deutlich, dass du keine Liebe für Grana verspürst. Es tut mir in der Seele weh, aber jemand wie du ist für die Arena-Challenge nicht geeignet. Du gehst jetzt erstmal nach Claw City zurück, wir entscheiden später, wie wir mit dir verfahren. Okay, das kann nicht ihr Ernst sein, ich bin disqualifiziert. Damit begehen sie einen großen Fehler. Sie haben mich doch persönlich für die Arena Challenge empfohlen. Mir fallen hunderte von Möglichkeiten ein, mit dieser Situation umzugehen. Und sie entscheiden sich als erstes für die schlimmste von allen. Der ist voll schockiert. Und ich bin so schockiert, ich kann nicht lesen. Hast ihn gehört, Bestie. Deine gesammelten Wunschstelle kannst du derweil mir überlassen. Finger weg, sagt er bestimmt so. Okay, sie haben mich erstmal verhaftet. Okay. In Claw City und jetzt. Ah, da sind ja auch Sania und Niklas. Was für ein Schlamassel, nicht wahr? Es schmerzt mich, einen Arena-Challenger auf diese Weise scheiden zu sehen. Aber es hilft nichts. Arena-Challenger üben eine Vorbildfunktion aus und haben sich daher stets tadellos und fair zu verhalten. Jetzt erinnere ich mich auch wieder daran. Bei einem Kampf von Bestie hat der Kommentator mal erwähnt, dass Bestie keine Familie habe. Als Rose ihn dann unter seine Fittiche nahm, begann Bestie alles für ihn zu tun. Uff, was für ein Desaster. Hoffentlich lässt sich die antike Stätte wieder restaurieren. Bestimmt. Kriegen wir alles hin. Keine Panik auf der Titanic. Was ist jetzt passiert? Oh nein!
Aber er hat was entdeckt. Er hat was entdeckt. Okay, jetzt gehen sie dir die Bilder durch den Kopf. Diese Wandteppiche. Und dann hat sie einen Geistesblitz. Einen Geistesblitz. Sag's mal, was du denkst. Ich würde es gerne wissen, was du denkst, gute Dame. Oh nein, die Wandmalerei ist völlig ruiniert. Aber dass dadurch diese Statuen ans Tageslicht gekommen sind, ist Glück im Unglück. Was an dieser Entdeckung ändert unser Verständnis der Legende Galas am meisten? Was an dieser Entdeckung ändert unser Verständnis der Legende Galas am meisten? Die Pokémon, das Schwert und ihr Schild? Genau, diese Wesen, die wie Pokémon aussehen, führen ein Schwert und ein Schild mit sich. Sie stehen außerdem ganz klar im Vordergrund und stechen viel stärker ins Auge als die Helden. Ist dir sonst noch irgendwas an den Statuen aufgefallen? Da sind zwei Helden. Da sind zwei Helden. Genau, damit können wir wohl endgültig davon ausgehen, dass es zwei Helden gab. Die Frage ist bloß, warum im Knospenring dann nur ein einzige Heldenstatue steht. Vielleicht hatten die kein Geld für eine zweite. Diese Statuen sind viel älter als die Wandteppiche oder die Heldenstatue im Hotel. Deshalb dürfte das, was hier gefunden haben, näher an der Wahrheit dran sein. Was lässt sich daraus schlussfolgern? Das Schwert ist ein Pokémon, das Schild ist ein Pokémon. Der Schild ist ein Pokémon, ach so. Das Schwert ist ein Pokémon. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Wie es aussieht, trug ein Pokémon ein Schwert mit sich und das andere ein Schild. Was, wenn die Leute das Schwert und den Schild einst so eng mit den beiden Pokémon verbanden, dass sie letztlich gleichbedeutend waren? Du weißt schon, das Schwert stand für eins der Pokémon und der Schild für das andere. Mit der Zeit konnte man sich schließlich nur noch an das Schwert und den Schild erinnern, das die beiden Pokémon je gegeben hatte. Er geriet völlig in Vergessenheit. Die beiden Jünglinge sind also die Helden und das Schwert und das Schild waren eigentlich zwei Pokémon. Aber warum wurden die Statuen, die uns dieses Wissen vermittelt haben, hinter einem Kunstwerk versteckt? Gute Frage. Danke für jede professionelle Hilfe. Ich glaube, diese Entdeckung könnte zu einem wichtigen Durchbruch werden. Wenn du dich jetzt wieder der Arena-Challenge widmen solltest, sollten dir die hier helfen. Als nächstes geht's für dich nach Fairbelly, richtig? Dann viel Erfolg dort. Achso, ich krieg noch zwei Beleber, okay. Also lesen heute kann ich nicht, ne? Sagen die irgendwas Schönes? Die junge Frau, die Nachforschung zur antiken Stätte anstellt, wie heißt sie noch gleich? Sanja, genau. Ist sie etwa Professor Magnolias Enkelin? Gute Frau, Sie haben recht. Also ich fand das Kunstwerk vorher besser. Was? Es gab mehr als einen Helden und Pokémon auch dabei. Ach, tut doch nicht so. Ja, als hättet ihr es nicht gewusst, Jungs und Mädels da draußen. Ich gehe aber erstmal heilen, glaube ich, ist besser. Erstmal ins Pokémon Center. Ich weiß nämlich nicht, ob wir wieder geheilt worden sind, ohne dass uns einer was gesagt hat. Deswegen vorsichtig die Mutter der Porzellankiste und dann auf zu dieser komischen Route da oben. Ich glaube, da müssen wir lang. Ich hoffe es doch sehr. Pokémon Center, wo bist du? Und so. Ich guck mal, wo wir hin müssen. Fairbelly oder wie das heißt. Guten Tag. Aber es ist doch schon Abend, es ist doch schon dunkel. Es ist nach 8 Uhr, wo ich aufnehme. Also normalerweise müsste es doch jetzt eigentlich so sein, dass sich mein Geradax, Alola, sag ich immer, ich will immer Alola sagen, weil ich das nur so daran gewöhnt bin. Mein Gala-Pokémon, sich eigentlich entwickeln müsste. So. So. Dann bewegen wir dich mal nach vorne. Und trainieren dich jetzt mal fleißig. Wir nehmen das Fahrrad, genau, das geht schneller. Und dann schauen wir mal. Ups, junge Dame angefangen. Geh doch mal aus dem Weg hier. Ich bin eine Verkehrsfrau, die weißt du doch. Und jetzt hoffe ich, dass dieser Weg hier richtig ist. Ansonsten tut es mir leid, wenn es hier falsch ist, wenn es hier nicht lang geht. Ah, okay. Der Wald ist sehr komisch. Habe ich jetzt gerade das Licht angeschaltet?
Okay. Bämon kämpft jetzt gegen mich. Warst du jetzt eine Fee oder nicht? Ich weiß es nicht. Der Wald ist sehr interessant hier, ne? Nicht sehr, wow. Also kann ich mit dem nicht schon mal nicht kämpfen. Das ist schon mal schlecht. Dann nehmen wir einfach mal den hier und hoffen, dass seine Giftattacken wirken. Ja, wir haben es geschafft, durchaus viel zu machen hier in dieser Folge. Bisher noch nicht. Aber okay, wir wollen ja noch die Entwicklung durchführen. Ich hoffe, das schaffen wir in dieser Folge noch. Ich hoffe es doch sehr. Sehr, sehr effektiv, ja. Gut, weil wir schon mal den gekämpft haben. Kannst du laufen mit deiner Angeberei? Das geht mir schon tierisch auf den Keks. Ja, ist verwirrt. Ist verwirrt. Säure. Aber dafür steigt mein Angriff. Super. Wunderbar. Bärmann wurde besiegt. Ich wollte jetzt einfach gegen ihn kämpfen, wegen den Erfahrungspunkten. Ich weiß nämlich nicht, was mich in diesem Wald erwartet. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es so lustig, dass man diese komischen Pilze hier anknipsen kann. Ich finde es cool. Wo muss ich lang? Hyperheiler, okay, das ist. Ich gehe vom Fahrrad runter. Ich glaube, es ist besser. Dann kann ich besser die Pilze anschmeißen. Ich mach's mir einfach ein bisschen heller hier im Wald. Oh, der will kämpfen, oder? Suchst du nach Pilzen? Wusstest du schon, dass die Pilze hier leuchten, wenn man sie berührt? Danke für den Hinweis. Habe ich auch schon herausgefunden. Leuchtende Pilze. Es ist ein Problem, ne? Ich wollte eigentlich den trainieren, dass der sich schön entwickelt. Aber jetzt muss ich das Pokémon wechseln. Ich muss jetzt Reflex nach vorne tun, weil es ein Gift-Pokémon ist. Ich kann leider in diesem Wald das nicht trainieren. Es sollte eigentlich noch auf Level 35 heute in der heutigen Folge kommen. Aber nein, nein, das Spiel will es nicht. Nichts effektiv. Das Spiel möchte nicht, dass sich mein Pokémon entwickelt. Ah, Spiel. Ich hoffe, das rasiert jetzt. Reflex regelt. Gut, dann bleibst du erstmal drin, dann kommst du nach vorne. Dann ist es halt leider so, weil du jetzt sehr effektiv bist. Das ist ein Falli-T. Ist auch sehr wahrscheinlich für eine Fee. Ah, das Teil. Ich probiere es mal. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es ein Geist ist oder so. Heißt der wirklich Falli-T? Diese komische T-Taste, da habe ich schon gar nicht gesehen. Nicht sehr effektiv, wow. Ah, Ladungsstoß. Komm, Reflex, mach es fertig. Ich hoffe, ich finde diese komische T-Taste hier. Die muss ich mir für den Pokédex-Eintrag noch holen. Als nächstes Lamelux. Okay, das ist wieder eine Fee. Da kann ich dann wieder Gift drauf machen. Ich hoffe doch sehr, dass ich da Gift drauf machen kann. Ja, sehr effektiv, gut. Genau, Lamelux haben wir auch schon mal gesehen. Wunderbar. Natürlich Stahlpokémon wären auch gut, aber so reicht es auch vollkommen. Ich weiß aber nicht, warum gegen Feen Gift gut ist. Da, jetzt. Jetzt gibt es die Entwicklung. Jetzt gibt es die Entwicklung. Es hat doch gereicht. Sehr gut. So starke Pokémon-Trainer wie dich findet man seltener als kostbare Pilze. Ernsthaft? Ist das dein Ernst? Hey, es ist doch Nacht. Hey, was ist da kaputt? Wieso funktioniert die Entwicklung nicht? Keine Ahnung. Es ist auf Level 35, oder? Komisch. Egal. Wir werden es schon irgendwie herausfinden. Irgendwann werden wir ihn schon entwickeln. Da steht nämlich nachts bei Level 35. Och nö. Wenn ich den Pilz anschmeiße, muss ich kämpfen gegen den Bämon. Und es dauert voll lange, bis der mich im Kampf angreift. Warum auch immer. Irgendwie verzögert. Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß nicht, warum die Entwicklung nicht funktioniert hat. Keine Ahnung. Dann muss ich was Besseres mir einfallen lassen, weil normalerweise steht im Internet, bei PokeWiki, Level 35 nachts und ich spiele extra nachts, damit er sich entwickelt, also abends, damit er sich entwickelt, aber tut er nicht. Vielleicht ist auch das Level falsch, keine Ahnung. Da war irgendein Pokémon, ein seltenes Pokémon, glaube ich. Nee, Lamelux nur, okay. Nehmen wir den mit als Training. Ja, ich will die anderen trainieren. Also ich will die trainieren, deswegen. Oh Gott.
Das ist ein starkes Lamalux, Level 36. Aber wir können ja jetzt Pokémon bis Level 40 fangen. Das heißt, auch die Pokémon in den Raids könnten durchaus stärker sein, wenn wir jetzt wieder heute, weil wenn ich diese Folge online bringe, kommt heute auch wieder ein Livestream von mir. Wir machen mal nicht sehr effektiv, danach sind wir es lieber. Heute kommt nämlich wieder ein Livestream, wenn ihr das Video gesehen habt, irgendwann abends. Genau. Ich freue mich schon wieder. Ich hoffe mal, wir können gut eskalieren. So. Urgel-Level und Goldrar. Ja, mit den neuen Namen habe ich das noch nicht so ganz hundertprozentig. Ich muss da irgendwo einmal. Hier komme ich nicht weiter. Ja, wow. Ja, dann gehe ich mal hier lang. Aber da kam ich auch nicht weiter. Bin ich so? Ach so, vielleicht muss ich hier lang gehen. Ah, okay. Ich mache ein bisschen Licht hier. Großwurzel. Was ist das? Oh, Doppelkampf. Ich will da hinten das Item noch haben. Oh, der Wald ist sehr verwirrend. Schnarcher gefunden, okay. Also sehr... sehr kompliziert. Doppelkampf, wer ist denn vorne? Ich mach jetzt mal Licht an. Zack. Weil die haben sehr wahrscheinlich wieder... müssen wir mit dir kämpfen hier. Macht ja am meisten Sinn. Die zwei stärksten Pokémon im Doppelkampf. Mal gucken. Ich finde Eisenbahn einfach fantastisch und unglaublich praktisch. Warum? Na, weil so viele Pokémon und Menschen gleichzeitig da in sie reinpassen. Wir sind mit einem von Galas Zügen hergekommen. Ob sich in unserem Leben durch die Bewegung mit dir etwas verändern wird? Begegnung, nicht Bewegung. Also ja, Lesen heute ist nicht so mein Thema, ne? Was habt ihr denn überhaupt für Pokémon? Okay. Ein Feuer und ein Kirlia. Ist Kirlia auch eine Fee? Ja, ist es. Oh, auf beide sogar. Okay, das ist wunderbar. So, ich weiß nämlich nicht, ob der Feuerfänger kann. Deswegen machen wir mal eine Kopfnuss drauf. Hoffen, dass Säure sehr gut wirkt. Und dann leider hat Vulnona überlebt. Und deswegen kriegen wir einen Eschern ab. Und hoffentlich brennen wir nicht. Und Curly hat auch überlebt. Wow. Das ist sehr effektiv. Ich muss Säure machen. Die gebe ich dann gleich das Item. Ich hätte es auch anders machen können. Ihn heilen können. Aber egal. Machen wir gleich dann außerhalb vom Kampf. Kriegt er auch eine Kraftwurzel. Ob, wenn ich in der letzten Folge gesagt habe, dass die Pokémon die nicht so gerne haben. Aber ja, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Der muss kämpfen, also braucht er ein Item, was ihn auffrischt. Ich weiß nicht, ob ich ein anderes Item habe, außer Kraftwurzel, was gerade meine KP wiederherstellt. So. Mit einer Busfahrt lässt sich die Trauer über einen Niedriger sehr gut vergessen. Bahnfahrt. Habe ich das Busfahrt vorgelesen? Du bist einfach zu stark. Ich suche lieber nach jemandem, gegen den ich eine Chance habe. Oh mein Gott. Ja, es ist, man sollte doch nicht spät aufnehmen. Es macht keinen Sinn. Ich dachte nur halt, damit sich der entwickelt. Heilen. Wir haben... Supertrank, okay. Ich setze mal lieber Hypertrank ein. Ja, Hypertrank. Weil ich will ihn auch nicht versauen. Also die mögen halt bittere nicht. Das war ja früher schlecht für die Freundschaft, soweit ich weiß. Lampe angeknipst. Erstmal das Item da. Zwei Hypertränke. Komme ich da nicht durch? Das ist irgendwo ein verstecktes Item, aber wieso komme ich da nicht durch? Kann man ja Licht anknipsen, ich sehe nichts. Ach so, ich muss glaube ich da einmal durch, wenn ich da lang will, ne? Aber die Dame will jetzt kämpfen. Manche der Pilze hier wachsen, reagieren darauf, wenn man sie berührt. Ja, ja, haben wir gemerkt. Das ist ein ganz komischer Wald.
Es ist, glaube ich, auch eine Fee. Es ist so eine Art. Oh doch. Also in dieser Form. Wie nennt sich das? Sehr wohl. War es sehr effektiv? Nö. Ist doch eine Fee, oder nicht? Ist das kein Feen-Pokémon? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne das Pokémon jetzt nicht. Ich weiß nur, dass es irgendwie dem Ohrdach ähneln soll. Also, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob das da wirklich dran angelehnt ist. Na, toll. Wenigstens hat Ladungsstoß ist kaputt gemacht. Wunderbar. So. Viele Erfahrungspunkte. Noch eins. Wir bleiben drin. Wenn er mit Feenattacken angreift, kann er ja nicht viel machen, weil wir ja vom Typ Gift sind. Da müssen wir halt mit Ladungsstoß regeln und hoffen. Einfach das Beste. Und ja, hoffen das Beste, ne? Es wird zwar nicht besiegt. Oh Mann. Wieso kannst du Psy-Strahl? Was bist du für ein Pokémon? Ja, sehr effektiv. Mann, wow. So, Ladungsstoß. Dann gebe ich hier gleich nochmal einen Hypertrank. Und dann gucken wir mal. Ich will eigentlich gerne noch aus diesem. Aber ich glaube, wir schaffen in dieser Folge den Wald nicht mehr. Dann muss ich nachher, nach dem Livestream, wieder, ich kann ja fliegen, wieder in den Wald gehen, an die Stelle, wo wir aufgehört haben. Ich muss ja nur merken, wo wir waren. Wenn ich einen Kampf verliere, berührt mich das. Aber anders als die Pilze werde ich eher finster. Och Mann, der Witz war so schlecht, Dame. Ich sehe nichts, ne? Ah, okay. Aber ich bin voll in ein Pokémon reingelaufen. In ein Belzebub. Die haben ja alle schon gefangen. Wir haben auch schon die Entwicklung von dem Typ gefangen. Oh Gott. Ich hoffe, das reicht, dass er uns besiegt. Die sind schon hier ziemlich stark, die Pokémon. Also ich freue mich nicht auf den Wald in meiner Nuzlocke. Ich glaube, ich sollte da nicht kämpfen. Das wird das ein oder andere Todesopfer geben. Es wird das ein oder andere Todesopfer geben, wenn ich gegen die kämpfe. Aber hier muss ich das Training mitnehmen. Aber ich weiß ja nicht, ob wir bis dahin das Refix haben. Und ob ihr gesagt habt, ich darf es behalten oder nicht. Das weiß ich noch nicht, weil ich nehme das ja auch noch relativ so auf, dass ich ein bisschen Puffer habe. Mach mal das Licht hier an. Oh nein, nicht runterspringen. So. Kehrtwende. Okay, wir können hier. Ich weiß nicht, der Wald ist total verwirrend hier, ne? Hier waren wir. Waren wir eben schon mal hier? Ich glaube schon, oder? Ich muss die Pilze mal anmachen, damit ich ein bisschen Licht habe. Ja, hier waren wir eben. Aber hinten lag irgendwo noch ein Item. Wie komme ich denn in dieses Item hin? Hier kamen wir her, ne? Ich glaube, da ist das Ende. Aber ich will. Ich will noch nicht nach. Oh. Und da kämpfen wir gegen Papa-Papa-Papa-Mehl da. Aber ich will da noch nicht rein. Ich will noch das eine Item finden. Warte, ich muss mal zurücklaufen kurz. Ich gucke mal, ob ich das noch finde schnell. Zurück. Wir haben auf jeden Fall den Ausgang gefunden in dieser Folge. Das ist schon mal gut. Aber jetzt muss ich noch das eine Item finden. Wie komme ich denn da bloß hin? Hier kann ich ja hier runterspringen, das ist klar. Ist halt doof, dass man hier nichts sieht, ne? Ja, wow, jetzt komme ich ja wieder nicht. Achso, ich muss durchs Gras gehen, ja. Oh. Weil da war ja irgendwo noch ein Item. Wie komme ich denn da hin? Von hier irgendwo? Ich weiß es nicht, weil der hier kann man. Ich sehe ja nichts. Achso. Ah. Ja, es ist so ein düsterer Wald. Ich knipse mal das Licht lieber an. Deswegen, ich weiß nicht, ob das Item wichtig ist, aber. Keine Ahnung, okay. War jetzt kein wichtiges Item, aber ich wollte es unbedingt haben, weil mich hat das irgendwie gerade ein bisschen genervt. Dass das nicht so funktioniert hat. Okay. Ja, das ist ein schwieriger Wald hier. Meiner Meinung nach.
Es ist kein großer Wald, aber dadurch, dass es dunkel ist, weiß ich nicht, wo es lang geht. Und jetzt haben wir es geschafft. Dann gehen wir jetzt einmal raus. Bedanke mich fürs Zusehen auf dem Weg dahin, dass wir die Folge nicht zu sehr überziehen. Kann ich mich schon mal von euch verabschieden. Hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann im Livestream und dann im nächsten Part sehen wir uns dann in Fairbelly wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.